Deutschland ist ja das Land von Karl Marx, so der südafrikanische Vizepräsident, dem größten Denker überhaupt. Glauben Sie nur nicht, der könnte Mitglied meiner Partei sein, so die Antwort. Wie heißt es bei Marx? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Eben, und genau darum geht's. Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Frau Grote-Lüschen hat in einer Plenardebatte gesagt, Löhne für 5 Euro die Stunde seien doch durchaus akzeptabel. Für Frau Grote-Lüschen gilt, glaube ich, der Satz von Karl Marx, nachdem nämlich das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimmt. Denn Frau Grote-Lüschen hängt selber sehr tief drin in diesen Geschäften mit den Billiglöhnen. Ihr Mann ist mit 14% an einem Unternehmen beteiligt, das von diesen Schmutzlöhnen profitiert. Und sie selber hat in den letzten Jahren als Prokuristin in der fleischverarbeitenden Industrie Verträge abgeschlossen, Löhne abgeschlossen für 3,50 Euro. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das deutsche Sprichwort, das Sein bestimmt das Bewusstsein, wird nirgendwo besser dokumentiert als das Verhalten von Rot-Grün in diesem Deutschen Bundestag. Dann gehen wir zum nächsten Kritiker der Religion, den kennen wir alle. Karl Marx sagt 1844, Religion, übrigens nicht, wie es immer zitiert wird, ist Opium für das Volk, sondern ist Opium des Volkes. Um damit deutlich zu machen, die Religionen sind erfunden worden, damit diejenigen, die eh nichts haben, wenigstens durch die Religion sich berauscht und ein bisschen würdiger fühlen. Hat Karl Marx so Unrecht? Also wenn man das Zitat insgesamt nimmt, dann hat er recht. Denn das Zitat beginnt damit, dass er sagt, die Religion ist der Aufschrei der geknechteten Menschheit, der Seufzer der Gedemütigten. Und dann fügt er hinzu das Opium des Volkes. Also zunächst hat er den prophetischen Charakter der Religion im Blick. Und da zeigt sich auch seine Herkunft aus dem Judentum. Er weiß etwas vom Freiheitsruf der Religion, davon, dass sie das wichtigste Artikulationsmedium dafür ist, dass der Mensch zum aufrechten Gang berufen dort, ist. Lieber, und dann, wo es gläubige Gesellschaften gibt, ist der Grund, den Sie beschrieben haben, für Opium des Volkes, nämlich soziale Ungerechtigkeit, überhaupt Ungerechtigkeit, nicht um ein Deut besser geworden als dort, wo Religionen nicht so stark ausgeprägt sind. Also auch hier wieder, der Zustand ist oft beklagenswert, mit oder ohne Religionsstärke gleich beklagenswert. Ja, wozu dann Religion? Also, der Vergleich ist kühn, aber wenn wir nicht vergleichen, sondern wir wollen kühn sein. Ja, aber wenn wir richtig kühn sind, dann sagen wir, ja, der Zustand der Menschheit ist beklagenswert. Es gibt viel Unrecht, es gibt viel Schuld und Sünde in der Welt. Und das einzige Menschenbild, das ich persönlich überzeugend finde, ist dasjenige, das diese Schuldhaftigkeit des Menschen ganz ernst nimmt und zugleich sagt, ihm ist von Gott her eine Würde zugesprochen, auf die hin ich ihn sogar dann noch anschauen muss, wenn er schuldhaft handelt. Nur dann sehe ich überhaupt eine Perspektive. Aber auch mit Ihrem Blick bleibt ein Armer in Deutschland ein Armer. Richtig, aber er bleibt... Und er kann jetzt an Gott glauben, er kann an das Christentum glauben, er bleibt arm. Viel wichtiger ist, dass Sie und ich an Gott glauben, und dass wir diesen Glauben als eine Aufforderung dazu verstehen, es mit willkürlicher, unnötiger, durch pure Ungerechtigkeit geschaffener Armut nicht so bleiben zu lassen. Das ist der Sinn des Glaubens an Gott in diesem Zusammenhang. You call that a brother? No, no. You call that a brother? No, no. You call that a brother? No, no. Scandalize my name. You call that a brother? No, no. You call that a brother? No, no. You call that a brother? No, no. Scandalize my name. And then I met my sister the other day and I gave her my right hand. Just soon as ever my back was turned, you know, scandalized my name. Can you call that a sister? No, no. Can you call that a sister? No, no. Can you call that a sister? No, no, no. No, no. Scandalize my name. I say, can you call that a sister? No, no. Can you call that a sister? No, no. Can you call that a sister?
that's done. No, 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 scandalize my name. I met my preacher the other day, gave him my right hand. As soon as ever my back was turned, he scandalized my name. Now do you call that a preacher? No, no. You call that a preacher? No, no. You call that a preacher? No, no, scandalize my name. I said you call that a preacher? No, no. You call that a preacher? No, no. You call that a preacher? No, no, scandalize my name. Call that religion? No, no. You call that religion? No, no. You call that religion? No, no. Scandalize my name. Der Mensch ist im wörtlichsten Sinn ein Zoon-Politikon. Nicht nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich vereinzeln kann. Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW 1. Der Mensch ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen.